Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Wir sind wieder mal auf der Winterberg unterwegs in unserem Tierproduktions- und Produktionstier-Special und wir sind bereits in Folge 174 und ich war eigentlich gerade dabei, den Drescher leer zu machen. Ja, den fließenden Übergang hier gibt es natürlich zur Folge gestern, dadurch, dass ich die beiden Folgen hintereinander weg aufnehme, ist euch bekannt. Es war besser, als wenn man die ersten 5 Minuten immer dafür verbringt, sich wieder einzufinden. Bei Normalfolgenlängen ist es halt sinnvoller, sowas zu machen. Man kann, wie zum Beispiel bei der Borcher See, die nehme ich immer den Tag davor auf. Ne? Ihr seht also immer eine Aufnahme, die noch keine 24 Stunden alt ist, sozusagen. Eher erheblich weniger sogar. Da kann ich das aber auch machen. Liegt einfach daran, dass das halt eine lange Folge ist. Ne? Da habe ich dann auch meine 1-2 Minuten Eingewöhnung, aber wenn ich dann 50 Minuten Folge oder sowas mache, ist das ein bisschen was anderes, als ist er fast so, als wenn ich hier 2-3 Stück aufnehme. So, den haben wir gleich sofort wieder leer. Gut, dann haben wir schon die ersten 12.000 Liter an Bord. Das ist doch fast genial, oder? So. Dann wollen wir mal gucken. Ja, wir hatten ja gesagt, nach dieser Ernte hier, jetzt müssen wir mal gucken, wie die Felder dementsprechend dastehen. Hier ist noch nichts passiert. Abgeerntet. Die 22 ist schon weg und die ist schon gegrubbert. Jetzt bin ich gespannt, was der Bauer da als nächstes drauf macht. Weil das ist ja jetzt das Spannende. Können wir oder kaufen wir denn eins von beiden oder nicht? Ne? Das war der Gedanke, den ich dahinter hatte. So, okay. Ja, die Honigmilchproduktion läuft eh schon, das ist also nicht das Problem. Da kann ich jetzt nach und nach die anderen Paletten gleich nochmal reinmachen. Ich fahre jetzt immer halt nur mal dann los und mache die Tankvorgänge an. Jetzt zum Beispiel hier seht ihr die 30.000 Liter Wasser, die schmeiße ich jetzt noch in die Sojamilchproduktion rein. Und derzeit, wo er die abpumpen, fahren wir 1-2 Paletten und so halt. Dass wir nicht so viel Leerlauf haben. Das kriegen wir schon alles ein bisschen hin. Doch, wir haben Leerlauf, weil irgendwelche Blindfische ganz woanders hinfahren. So wie ich hier zum Beispiel. Schönen dicken Waldra, schönen roten Tank, aber nicht abbiegen können. Ne? So, einmal hier um die Ecke bitte. Danke. Weiterfahren. Dankeschön. So, und hier nochmal eine Runde Wasser. Ja, jetzt werde ich 1-2 Paletten in der Zeit machen. Dann werde ich das gute Stück hier nehmen und so werde ich das gute Stück hier nehmen und mit Diesel füllen und so weiter. Dann kommt ein bisschen was davon in die Produktion für Saatgutgeschichten. Dann müssen wir zwischendurch noch den Mist machen. Okay, jetzt sind natürlich jetzt schon wieder angefangen. Jetzt muss ich aufpassen, welche Palette ich hatte und welche nicht. Wäre ein bisschen doof, mit einer 1er-Palette jetzt durch die Gegend zu fahren. Ne? Ich glaube, die hatten wir noch nicht und die beiden links, rechts hatte ich, glaube ich, ne? Oder? Ja, die hatte ich, die beiden hinteren muss ich dann noch machen. Okay, das ist doch gut. Ja, der Drescher ist schon wieder bei 40%. Also ja, hier werden wir jetzt die Arbeit wird sich jetzt hier abwechseln. Und wenn wir dann so das Grobe hier an Kleinarbeit durch haben, klar, dann schicken wir natürlich die Arbeiter aufs Feld hinter den Drescher her. Ich gebe ihnen jetzt heute mal ein bisschen mehr Vorsprung. So. So passe ich. Oh. Dann können wir aber nicht das Display da abreißen. Ne? Ist ein Honig mehr drin wie bei den anderen. Okay, die anderen Paletten haben ja auch schon wieder einen Honig. Wenn der Honigpreis an sich so super wäre, dann könnte man hier noch die ganze Reihe die Honigdinger hinstellen und dann mit einem Autoloader hier immer die vollen Paletten Honig wegholen. Das wäre eine Überlegung wert. Ne? Muss mal gucken, was die Honigdinger so kosten. Ne? Aber der nächste Stück. Dann dürften hier jetzt wahrscheinlich schon ups, ein bisschen tiefer. Dürften hier wahrscheinlich ja, schon über 470 drin sein. Das sind sie.
So, dann wollen wir uns mal die Gesamtgeschichte hier angucken. Die Gesamtsituation hätte ich fast gesagt. Aber kommt ja ungefähr hin. So, Honig erledigt. Steigen wir mal aus. Tatschen wir mal rüber. Jawohl, wir stehen schon davor. So, 2600 Honig, 21.000 Liter Milch. Also, wir können noch locker 5.000 Liter Milch gebrauchen. Okay, gucken wir nachher mal bei irgendwelchen Resten sozusagen. Ob wir irgendwo noch Milch haben. Mal sehen, was die Kühe so den Tag über produzieren. Da kommt ja einiges bei rum. Ich wollte heute auf jeden Fall noch einen Milchtank voll verkaufen. So, wenn ihr euch jetzt fragt, was ich jetzt vorhabe, ganz einfach, ihr kriegt jetzt wieder die Schaufel. So. Fass voller Korntank ist okay. So, und es geht zu den Schweinen Mist holen. So. Also ich weiß gar nicht, ob ich dann auf dem Boden rumkratze, weil okay. So wie er wackelt, sollte er vielleicht nochmal ein Gewicht kriegen. Habe ich bei dem. Ich glaube, wir müssen echt mal für beide Traktoren noch ein Gewicht holen. So, 89%, okay. Das heißt, er muss anscheinend gerade wenden. Deswegen steht die Prozentzahl. Ja, jetzt ist er wieder am Fahren, damit das fixer geht. Ich möchte wohl gerne die Schaufel da gerne noch unterbringen, wenn das geht. So. Da sind wir schon. Die Frage, warum, ist eigentlich ganz einfach. Es ist so ein kleiner Restgülle da. Mit dem kleinen Restgülle kann ich natürlich noch arbeiten. So, der Drescher dürfte jetzt voll sein. Er steht auch goldig richtig. Das heißt, ich brauche nur kurz ranfahren. Wenn ich mir jetzt die Situation hier angucke, wie groß das Feld ist. Dann können wir halt noch mal gucken später. So. Ist echt voll? Boah, das ist nicht so gut. Voll ist nicht so gut. Weil ich kriege das Wasser nicht raus. Kann ich sagen, dass die Produktion voll ist? Die war doch. War die echt so weit? Das ist ja richtig. Also das ist jetzt Arsch. Muss man so auszudrücken, wie es ist. Weil ich kann jetzt natürlich nichts anderes aufnehmen. Ne? Ich kann jetzt nicht hier in die Bille rückwärts reinfahren, hier einen daneben. So. Und zu ihm sagen, jetzt hier, ne, bring mir Gülle mit, ich kriege das Zeichen dafür gar nicht. Das ist das Problem. Jetzt habe ich, glaube ich, das ist, glaube ich, ein netter Fehler jetzt, ey. Na gut. Dann wollen wir hoffen, dass die Tiere gut Wasser verbrauchen. Weil die Sojamilchproduktion wird es nicht sein, ne? So bitterlich ist das jetzt leider. Okay. Das heißt, kein Milchverkauf, kein Gülletransport. Kommen wir zu ihm hier. Er kann seine freundliche kleine Schaufel nehmen. Hier einmal ranhalten. Kannst den Kram vielleicht wieder aufnehmen. Sieht ja fürchterlich aus.
darf ich nicht zu weit vorfahren. Ich will natürlich nicht zum Haufen nehmen. Ich will jetzt den Blödsinn hier weg, den ich hier hingeschüttet habe. Heute muss ich jetzt hier ganz vorsichtig arbeiten. So. Aber, das haben wir gelernt, er braucht echt ein Gewicht. Er braucht ein Gewicht für hinten, sonst ist er schaufelmäßig nicht der kleine. Ihr seht selber, der kleine Radstand hier, der hilft ihm nicht, ne? Der hilft ihm nicht wirklich. So, okay. Shop. Gewichte. Ja, so ein großes braucht er definitiv nicht. Aber ich sag mal, so ein 1600er braucht er schon. Aber wenn wir das 1500er hier nehmen, dann können wir das in schönem Blau kaufen. So. Zurück. So. So. Zurücksetzen, ja. So, okay, bevor wir jetzt den nächsten Mistspaß holen. Neue Fahrzeuge 1100, ja, sind super. Ich habe schließlich gerade was gekauft, ne? Diese Funktion kann aus, sorry. So, Tiere sind Sauberkeit, Produktivität, alles ist Töpfe. So. Wenn ich schon fahren könnte, wäre das Ganze noch viel cooler. So. Ja, seht ihr? Schönes Gewicht in Wagenfarbe. Ja? So muss das sein. Schon läuft das auch und schon wackelt ja nicht mehr so. Ja, wir können natürlich bei so einer Arbeit auch das Gewicht ablassen, schön, dass er noch gegenzieht, aber meistens reicht es schon, wenn wir es einfach nur dabei haben, sag ich mal so. So, ich will mal gucken, dass ich jetzt den Rest Mist eben bei den Schweinen da raushole. Schön Gewichte hinten dran geklemmt. So, weil er hat hier noch irgendwelche Kleckerreste. Fast voller Korntank, das ist auch okay. So. 666 ist auch irgendwie so eine schöne Schnapszahl. So, das Brett haben wir nochmal rum hier. Der ist ja fast voll. 87 ist nicht das Problem. Hier dürfen wir Mist haben, dass wir uns die Farbe aus dem Gesicht kräuseln. So. Das ist die volle Variante. Ich werde jetzt hier von hinten ranfahren. Wir werden den kompletten Mist da jetzt. Stopp, werden wir nicht. Warte, jetzt im Teufel hast du jetzt vor, muss ich jetzt sagen. Erschreckenweise nichts Besonderes. Ich will jetzt drehen mit ihm hier. Ich habe festgestellt, dass wir hier so viel Mist haben, dass ich echt mit dem Gedanken spiele, den Wagen vollziehen. Im ganzen Gewicht und sowas ist Bremsen nicht mehr so sein Hobby, ey. So, Vorderrad habe ich da nur. Ja, voller Korntank, das ist schon mal okay. Ich muss mal kurz gucken, ob ich überhaupt mit Gewicht hier was anhängen kann. Ankuppeln, ja, würde ich gerade sagen. Ich wollte jetzt wenigstens eben in die Richtung fahren. Dann machen wir jetzt den Drescher gleich leer. So. Und hier können wir gleich noch eine Runde schaufeln. So. Gut. Hier steht ungünstig, ist das Zauberwort.
So, hier gehen wir denn jetzt auf jeden Fall schon mal Richtung, was heißt Richtung, über 25.000 Liter hinaus. Das ist schon mal eine ordentliche Größe. Und ich weiß echt noch nicht, wie ich das aufteile. Das ist ja Knackpunkt. Das ist der Knackpunkt. Muss zugestehen, ich weiß jetzt auch nicht, wie der genaue Vergleich ist. So, da falls ihr irgendwelche Nebengeräusche hören solltet oder tut oder so, bitte ich das bitte sehr zu entschuldigen. Ich glaube, das hier wird die eine Größe sein, die wir nutzen werden, um eine der Produktionen zu füllen. Also die 25.000 Liter werde ich gleich zu den Produktionen fahren. Ich glaube, die Idee ist gut. So, aber wir sind leider schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht es hier tatsächlich. Ich habe wieder aus Versehen den Motor ausgemacht, schätze ich mal. Ja, aber natürlich drehe ich ihn vorher in die Produktion, bevor wir das Ganze beenden. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und ja, würde mich natürlich über ein Abo freuen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, logischerweise auch über einen Share. Teilen, sprechen, propagandiert, was auch immer, das Ganze weiter. Je mehr Leute dazukommen, desto mehr ist im Kommentarbereich los, desto mehr Vorschläge kommen. Und davon lebt das Ganze. Ne? Wenn wir so alle so ein bisschen unseren Input bringen und alle so ein bisschen die Ideen damit reinbringen, dann sehen wir nachher auch das Let's Play, was alle sehen und alle haben wollen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch ein bisschen daran beteiligt. Ich bedanke mich auch bei allen denen, die sich schon beteiligen und die auch dementsprechend schon fleißig ihre Daumen und auch ihr Abo dagelassen haben. Und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.